Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Ein Taxifahrer hatte eine Nonne als Fahrgast. Es war bereits dunkel und auch recht spät. Die Nonne ist an so eine Fahrt nicht wirklich gewöhnt und fürchtet sich ein wenig. Wie die beiden nun so zum Kloster fahren, beginnt die Nonne mit einem Male ein Gespräch. »Ach, Herr Taxifahrer, ich fahre so ungerne mit mir völlig unbekannten Menschen. Wären Sie so nett, mir Ihren Namen zu verraten?« Der Taxifahrer wirft einen kontrollierenden Blick in seinen Rückspiegel, schaut dabei die Nonne an und antwortet, »Das sage ich Ihnen nicht, aber ich kann Ihnen eins verraten. Ich heiße so, wie das, was Sie am allerliebsten zwischen Ihre Finger nehmen.« Die Nonne nickt verständnisvoll und schweigt den Rest der Fahrt. Als sie dann am Kloster ankommen und die Nonne aussteigt, sagt sie zum Abschied, »Auf Wiedersehen, Herr Kitzler!« Der Taxifahrer ist total geschockt und meint, »Was? Wieso Kitzler? Ich heiße Rosenkranz!« Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.